Aló, mi nombre es Karen Jaramillo y werde eine Geschichte auf Deutsch lesen. Auf Reisen gehen. Grimms Märchen. Es war einmal eine arme Frau. Die hatte einen Sohn. Der wollte so gerne reisen. Das sagte die Mutter. Wie kannst du reisen? Wir haben ja gar kein Geld, das du mitnehmen kannst. Da sagte der Sohn. Ich werde mir schon helfen und werde immer sagen, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Da ging er nun eine gute Zeit dahin und sagte immer, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Kam er zu einigen Fischern und sagte, Gott helf euch, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Was sagst du? Nicht viel? Und als sie das Fischergans herauszogen, kriegten sie auch nicht viele Fische. Einer der Fischer ging daraufhin mit einem Stock auf den Jungen los und sagte, jetzt sollst du mal deine Dresche sehen. Unverdross ihn jämmerlich. Was soll ich denn sagen? Fragte der Junge. Du sollst sagen, fang wohl, fang wohl, fang wohl. Da ging er weiter eine Zeit lang und sagte, fang wohl, fang wohl, fang wohl, bis er an einen Galgen kam, wo gerade ein Armensünder gerichtet werden sollte. Da sagte er, guten Morgen, fang wohl, fang wohl, fang wohl. Was sagst du, fang wohl? Soll es denn noch mehr böse Leute in der Welt geben? Ist das noch nicht genau? Und er kriegte wieder etwas auf dem Buckel drauf. Was soll ich denn sagen? Du sollst sagen, Gott tröste die arme Seele. Der Junge ging wieder eine ganze Zeit und sagte, Gott tröste die arme Seele. Gott tröste die arme Seele. Da kam er an einem Graben. Da stand eine Schinde, der zog einem Pferd die Haut ab. Der Junge sagte, Guten Morgen. Gott tröste die arme Seele. Was sagst du da? Sagte der Schinder und schlug ihm mit seinem Schinderhaken eins hinter die Ohren, dass er nicht mehr aus den Augen sehen konnte. Was soll ich denn sonst sagen? Du sollst sagen, da liegt das Aas im Graben. Da ging er weiter, weiter und sagte immer so. Da liegt das Aas im Graben. Da liegt das Aas im Graben. Dann kam er zu einem Bagel voll Leute und sagte, Guten Morgen.
Da liegt das Aas im Graben. Da fiel der Wagen um in einem Graben. Der Neg kriegte die Pitsche her und berleute. Der Jungen so, dass er zu seiner Mutter heimkriechen musste. Und er ist sein Lebtag nie wieder auf Reisen gegangen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.